Machen wir ein paar Packs auf chillig. Vielleicht ziehe ich dann noch was, was ich gebrauchen kann. Ich brauche ein paar High-Rate noch für... Der Kimbo, ich guck gleich, wie du zukommst. Oh! Was? Tots aus dem Premium-Gold-Pack-Chat! Oh nein, du bitte! Oh, aber ey, aus dem Premium-Gold-Pack, was ist das denn? Ja, nehme ich mit, Digga, aus dem Premium-Gold-Pack war das, glaube ich, oder? Aus dem 7,5K-Pack, weil ich auch irgendeine Scheiße bekommen habe. Schmeckt eigentlich. Zack, sind durch. Da schmeckt der Hase. Let's go. Ratscha! Nangolan ist da. Bin gespannt. Okay, schauen wir mal. Ratscha ist da, Jungs. Ja, ist schon eine, also von den Sets schon krass, Digga. Guck mal, gucken, wie der Ingame ist. Einfach kein Walkout, Digga. Ja doch, da kommt er ganz langsam von der Seite, Junge. Legendärer Typ eigentlich mit seinem komischen Iro. Er hat gar kein Iro mehr, ne? Der hat irgendwie noch oben ein bisschen Haare. Normal hat er doch so einen Strich immer gehabt. War gerade auffällig. War easy eigentlich heute sogar. Der sieht auch krass aus, muss man sagen, dieser Barella. Der sieht sogar richtig krass aus. Also wenn der auf den Markt so kommen würde, wird er auch locker über 200.000 wert. Also die Stats sind eigentlich auch geisteskrank. Tu deine Anchor-Karte drauf. Junge, seine Stats. Boah, guckt euch mal an, Digga. Was sind das für Stats, dafür, dass es eine Free-Card ist eigentlich? Junge, it's not coming. Hab ich's richtig eingestellt oder nicht, Chat? Ist doch richtig eingestellt oder nicht? Ja, kommt nicht. Not coming. Ich lese gleich vor, danke, Jungs. Okay, ich nehm's zurück. Da ist er doch. Ich nehm's zurück, da ist er doch. Rum. Alter, Ehrenmann, wer den reingestellt hat. 2-7 hat den glatt reingestellt. Holy shit, einer hat einen 2-7 reingestellt. Wir gehen einfach rein, Jungs. Okay, wir haben heute ein neues Team gebaut. Die Abwehr ist gleich geblieben. Wir haben uns am Ende für, oder ihr habt euch ein bisschen dafür entschieden, alle wollten Lukaku sehen. Extinct. Ich weiß nicht, ob der ist noch extinct. Ich glaube, der ist immer noch extinct bei 1,6 Millionen. Mal gucken, ob der Hype real ist. Ja, ich meine, ich persönlich finde 1,6 Millionen eigentlich zu teuer, weil das ist ein Fettsack, ne? Wie gut kann ein Fettsack sein mit 4-4? Klar, der wird nicht schlecht sein, weil Schuss sieht krass aus, Pace sieht gut aus. Dribbling ist auch decent, würde ich mal sagen. Obwohl ich ihm vielleicht sogar Engine geben würde, jetzt im Nachhinein. Vielleicht geben wir ihm gleich Engine. Weil das Ding ist, das falsche Dribbling wird geboost. Guck mal, jetzt 95 Ballons. 94 Beleglichkeit, 99 Dribblings. Sieht doch viel besser aus. Und ja, wir haben noch Barella. Vielleicht nach Isaac die nächste beste Free-Cut, die es jemals gab in FIFA. Ja, um alles zu vervollständigen, haben wir uns dann für KK entschieden, weil wir vorne auf jeden Fall noch einen 5-Sterne-Skill-Up brauchen. Und ja, da schauen wir mal, was der dann ranrichten kann. Erster Gegner. Ronaldo to Chloe. Hm? Nein! Nein, what the fuck, man? Das gibt's doch nicht. Jetzt sagen wieder Leute, oh, du kriegst geschenkt, was geil. Ich kann da nichts dafür, Chatman. Ja, moin. Einfach geschenkt, Digga. Wie heißt der? Little Bulls. Alter, was ist der Name? Little Bulls 2. Okay. Nächstes Spiel. Sol in Rot. Game of Stones. Oh mein Gott, no fucking way, Chat. Digga, Kaka! Oh mein Gott, get me off! Oh mein Gott! Ey, get me off the shit, Player von Kaka, man! Oh, komm schon, Atal, man! So geht das doch voll einfach, mit voller Kraft in die lange Ecke. It's an easy goal, man. Okay. Sieht gut aus, das Team. Halt wieder diese Standard-Neymar-Mbappé-Kombo vorne und der Rest aber echt krass. Hab ich rausgezogen, ne? Aus Versehen, scheiße. Ist kein Abseits mal.
Mann, ein Fehler gemacht, Hector, ey. Come on, El Sharabi, man. Wichtig. Fehler auch von ihm mal gemacht jetzt. Ich spiele auf der PS4, Digga. Ich spiele auf der PS4, Alter. Warum krieg ich Disconnects, wenn ich auf der PS4 spiele, Mann? Bin ich online noch, Chat? Das ist nicht mein Internet, Mann, wenn ich noch online bin. Ich spiele auf der PS4, Alter, Mann. Das ist nicht mein Internet, weil Stream ist doch online, Mann. Das ist nicht mein Internet, Mann. Oh nein, Mann, jetzt hab ich nicht drauf geachtet, Mann! Mit diesem scheiß Tod bewegen! Es reicht langsam! Ey, jetzt, Ja, Mann! Pistelero, Mann! Extra jetzt gewartet, Digga. Jetzt habe ich extra gewartet, ob der den Tor bewegt. Okay, Team sieht gut aus. Oh mein Gott, Eusebio habe ich jetzt erst gesehen. Bruno in Rot. Ach du Scheiße. Elfmeter. Jawohl, Quadrado. Digga, nicht mal das kann der. So fucking. Fuck shit, Alter, tapp sober, Junge! So! Mach das. Ich spiele lieber ihn wahrscheinlich als Stürmer als den fucking Lukaku, man. Oh my fucking god, Digga. Uff. Oh, shit, Chat. Oh, na, Ingolan, Digga. Oh mein Gott, come on. Lukaku jetzt, Lukaku jetzt. Okay, gutes Finishing, muss man sagen. Habe ich aber auch erwartet, Jungs. Hier, yeah, Tor für dich, Digga, Lukaku. Tor für dich geschenkt, Digga, damit du ein bisschen besseres Setz hast. Luzano schenkt dir ein Tor, Digga, auf korrekt. Okay, Chat, nächstes Spiel, komm. Kommt wahrscheinlich jetzt kommt wahrscheinlich ein Kranker, weil ich stehe eigentlich laut FIFA 14-1 wegen Disconnects. Road to Chloe. Ach nee, wieder so ein Omid-Ball-Spammer. Scheiße. Och man, was soll ich machen, Chat? Deswegen will ich eigentlich nicht umstellen. Schieß doch! Ja, oh mein Gott, Kaka, wichtig, man. Geht doch, man. Sehr wichtiges Ding. Ja, da bist du doch, du Kaku! Da bist du doch, du Romulo, Alter! Mann, warum deckt denn keiner die verdammte Lücke hier? Na, ey, ich hab den. Ushiba FC. Ja, das ist ein gutes Team. Bisschen verkackt, aber nochmal gerettet. Oh mein Gott, Luzano ist so gut, Digga. Scheiße, hat er gut gemacht, Digga. Mann! Nein, was passiert hier, Chat? Oh mein Gott, warum habe ich so viel Pech heute, Mann? Davis, du. Oh mein Gott, was ist das für ein gekaufter. Oh mein Gott, jetzt hält er den nicht. Oh, Mann, Alter, ey, das krieg ich wirklich. Ey, was ist das gerade? Was passiert hier, Chat, Mann?
Come on, El Pistolero, Mann. Ah, okay. Haaland gegen fucking Lukaku und Eto'o. Mann, ich kann nicht ruhig bleiben, Chat. Ich bin kurz vorm Explodieren wieder, ey. Das Spiel macht so keinen Spaß, Alter. Mann, Alter! Danke, Lukaku, Mann. Einfach, bei mir ist einfach alles frei, ich verstehe es einfach nicht, Chat. Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Danke, lila Kaka, Mann, sehr gut gemacht. Danke, Suarez, Mann. Ja, letztes Spiel für heute, damit ich morgen nicht so viel machen muss. Ah, perfekt, Digga. Er hätte schon nicht spielen sollen. Was ist das? Nein, Mann! Er drückt einfach irgendwas, Digga! Come on, Lukaku, schönes Ding, Mann. Was drücke ich heute falsch, Digga? Was, dass solche Animationen rauskommen, solche Schüsse, Digga. Was drücke ich da falsch, Chat? Mein Gott, zum Glück ist er nicht so gut, der Gegner, ey. Ja, danke, der Kaka, Mann. Digga, so viel Pech heute, das gibt's gar nicht. Ich habe so viel Pech gehabt. Team war nicht so krass, also der Sturm zumindest nicht. Und dann noch so viel Pech. Kurze Teambewertung. Weiß gar nicht, ob ich das so ein Video mache. Heute, ich glaube, das lag an den Cam, Digga. An 7 Cam. Man muss ihn doch anscheinend Full Cam spielen. Hätte ich mir die Mühe gemacht, die paar Tausend auszugeben. Der hat heute absolut katastrophal gespielt, der Davis. Aber vielleicht lag es dann echt an den 7 Cam. El Shaarawy war okay, aber ihr seht schon, 23 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen, das sagt alles über ihn aus. Er war jetzt nicht schlecht, aber geil war der auch nicht. Der Typ ist wahrscheinlich mit einer der besten Free Cuts nach Isaac. Der spielt sich wahrscheinlich sogar, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, aber wahrscheinlich spielt er sich besser als Vieira Baby oder sowas. Also wie krass der sich bewegen lässt, wie was der tackelt und wie schnell der ist und wie körperlich stark der ist. Geisteskrank, der Typ. Also finde ich sehr, sehr gut, kann man sich erspielen, wenn man Zeit hat. Nangolan auch sehr, sehr guter Achter, finde ich. 11 Spiele, 1 Tor, 5 Vorlagen, sehr, sehr gut für einen Achter. Sehr beweglich mit und ohne Ball, passend gut, schießen gut. Also wirklich geisteskrank, der Typ, wie früher einfach. Schade halt, dass er nicht 4-4 hat, sondern nur 4-3, aber geht eigentlich sogar fit. Also lieber 4 Sterne Skills als 4 Sterne Bigfoot. Kaka war okay heute, war jetzt nicht schlecht, war auch nicht mega krass, aber wenn man überlegt, 2,7 Millionen für so einen Typen hingeklatscht, Digga, da kriegst du keine Ahnung, was für Spieler schon dafür. Einfach, also vom Preis-Leistung terrible meiner Meinung nach, vom Spielerischen war der okay, aber Preis-Leistung, Digga, absolut terrible. Wenn du fast 3 Millionen bezahlst, muss er richtig bang, der Spieler, Mann. Der muss so krank bang. Der ist auch nicht schlecht. Ich glaube, viele werden sagen, oh, was laberst du? Der kann gut spielen, aber ja, für mich persönlich Preis-Leistung, der, not good, man. Und dann hier auch, verstehe ich nicht, ist immer noch extinct, 1,6 Millionen, weil Dings rauskam heute, weil der hier rauskam, der Nangolan wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die Leute an ihm finden. Klar, der war nicht schlecht, Digga. Der hat hier und da gut gespielt, aber ey, der lässt sich schlechter als Haaland bewegen. Einfach fucking LKW. Ein bisschen beweglicherer LKW ist das, ja. And that's fucking it. Klar, also finde ich, ist, sag mal, okay. Ist nicht mal so krass, also hat schon schöne Dinger gemacht, aber irgendwie hat er auch ein, zwei krasse Dinge liegen gelassen. Ich sehe seine Stärken, ja, körperlich sehr, sehr stark, aber auch Kopfbälle hat er viele nicht reingemacht, Digga. Waren easy Kopfbälle auch nicht reingemacht. Also den Typen würde ich nicht mehr als, also 1 Million direkt abziehen, 600k kann ich vielleicht irgendwo noch verstehen, aber den teurer als El Pistolero, verstehe ich nicht, warum der bei 1,6 Millionen extinct ist. Verstehe ich 0%, Digga. Du kriegst dafür, was weiß ich, Recordbreaker, Mbappé, du kriegst Neymar in Form, was weiß ich, was du für den Preis bekommst. Die spielen alle besser als er. Wie gesagt, er ist nicht schlecht
Und den kann man spielen und Leute, die wissen, wie man FIFA spielt, können mit denen auch rasieren, aber... Digga, 1.6 Million Extinct macht einfach keinen Sinn.